Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal über einen neuen Sneaker, und zwar den Andrew Wiggins von Peak. Habt ihr das Spiel gesehen? Ich gegen Marvin 1 gegen 1, da hatte ich den Schuh das allererste Mal an in einer recht staubigen Halle und ich muss euch sagen, Bombe, Alter. Mega geil, und ich liebe es ja, wenn du einen neuen Sneaker bekommst, egal von welcher Marke, du ziehst ihn an und du fühlst dich einfach wohl, es drückt nichts und bam, Alter. Genau so muss ein Sneaker einfach sein. Kostenpunkt 139 Euro jetzt gerade aktuell. Mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommst du aber 10%. Nicht nur auf das, sondern auf alles im kompletten Shop. Unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Check einfach aus und gönn dir was. Und jetzt einfach mal so ein bisschen über den Sneaker. Andrew Wiggins ist ja mittlerweile bekannt, denke ich mal, oder? Ein recht guter Spieler bei den Golden State Warriors gerade aktuell aktiv. Hat auch eine gute Season, ne? Also der lässt schon was zeigen zurzeit. Und wahrscheinlich liegt es an den Sneakern, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Viele verschiedene Farbkombis, ne, Modelle, wie ihr seht, alles die Wiggins, und ein reiner Indoor-Schuh, wie ich mir habe sagen lassen, für draußen ist er wahrscheinlich auch nichts gedacht, wenn du ihn so in der Hand hältst, er ist recht leicht. Das hier hinten, das Material hier, das kommt dir eher so vor wie eine Art Schaumstoff, ne? Da könntest du so eine Reißzwecke reinpullen und irgendwas dran markieren mit einem Zettelchen oder so. Ist ein bisschen komisch, denkst du dir erstmal, aber wenn du ihn anhast, mega geiles, schönes Feeling. Ja, richtig schön stabil, wenn du oben hier noch oben zuschnürst. Also echt schön leicht, stabil, rutschfest, staubige Halle, Bombe. Ihr seht hier, was der hier absorbiert hat, ne? Über die ein, zwei Stunden, was ich da gezockt habe. Bombe, Alter, Bombe. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Du musst ihn einfach fühlen, Mann. Für draußen, wie gesagt, glaube ich, ist er zu schade. Nein, das Material ist, glaube ich, nicht wetterbeständig. Das müsste man jetzt testen. Vielleicht prellt das Wasser auch daran ab. Perlt, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ansonsten, ey, diese Verarbeitung von den ganzen Peak-Schuhen, die ist einfach, die haben sich dabei schon was gedacht, ne? Design hin und her. Es ist auch wirklich einfach eine andere Art, einen Schuh zu bauen, ne? Es ist jetzt wirklich, es ist schon fast echt immer ein Kunstwerk. Hier, New Era, Same Attitude. Nice, also den finde ich, ich durfte mir nämlich einen aussuchen. Von denen, den habe ich genommen. Ich hatte die Wahl zwischen, ja okay, ich hatte nicht jede Größe am Start. Der blaue hat es mir auch noch angetan. Das ist genau das gleiche Modell, nur in blau. Das ist wirklich, das habe ich bei einem Schuh echt noch nie gesehen. Du würdest fast denken, es ist Styropor so, aber da bricht natürlich nichts. Es ist schon was anderes. Es ist sehr, ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Hier diese ganzen Materialien zu vermischen dann hier. Da draußen noch diese Haifischflosse. Kommt auch ziemlich cool, ne? Also ich habe mich einfach wohl gefühlt in dem Schuh. Wie gesagt, rutschfest war sie. Hier Gold. Echt, das hat schon was, Mann. Und Pink nochmal. Diese pinken Farben sind für mich persönlich überhaupt nichts. Aber ich glaube, das ist der leuchtet danach. Ja, das ist der mit der leuchtenden Sohle. Ne? Wenn du ein bisschen so in die Sonne hältst oder so ein bisschen unter die Lampe und dann machst das Licht aus, leuchtet der. Auch ein cooler Effekt, wie ich finde, weil wer von euch spielt denn nicht im Dunkeln auch Basketball, oder? Das hat schon was, ne? Kannst deine Schuhe leuchten lassen. Hier auch nochmal ein ganz spezielles Modell jetzt gerade, ich glaube limitiert, und zwar Kuhmuster. Ihr wisst ja, wie ich so zu Kühen stehe. Feierkühe, Kühe sind cool. Das ist einfach, ja, Year of the Cow. Happy New Year. Das ist anscheinend die Kuh gewesen dieses Jahr, oder? Nice, Alter, nice. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist immer so eine Sache, erstmal spricht er dich optisch an und danach zieh ihn an. Aber würdest du ihn mit verbundenen Augen anziehen und einfach so ein bisschen gehen, laufen, dich bewegen, spielen, und danach nimmst du die Augenbinde ab. Du siehst, was du am Schuh hast. Und dann denkst du, okay, hey, oh. Es ist auch einfach ein Fühl, ein Feelings, eine Gefühlssache einfach, ne, vom Feeling her. Was gibt der Schuh dir für ein Feeling? Ne? Von der Stabilität her alles, vom Rutschfesten her, vom Umknicken, schwammiges Verhalten. Kennt ihr das zum Beispiel? Du hast einen Schuh und du knickst so ein bisschen um. Jeder Fuß ist auch ein bisschen anders. Aber ich habe mich in dem echt einfach sofort
wirklich sofort wohlgefühlt und das ist einfach der springende Punkt. Ne? 139 Euro, wie gesagt, minus 10%, was bist du dann? 138 um den Dreh irgendwie so rum, ist ein fairer Preis. Die ganzen Modelle müsst ihr auschecken, vielleicht gibt es auf der Website sogar noch ein paar verschiedene Modelle. Ich finde den hier, wie gesagt, sehr schick. Für die Halle optimal, Mann. Ja, Mann, das ist echt ein geiles Ding. Und Andrew Wiggins, ja, Mann, der zeigt ja zurzeit, was so geht mit Peak in der NBA. Ja, das ist schon nicht schlecht, Mann. Also, wie gesagt, Feedback geben, eure Meinung, Videobeschreibung auschecken, checkt einfach mal auf die Peak-Seite, gönnt euch was Feines und ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Oh my.